Spekulatius Schmelzbonbon. Eine leckere Süßigkeit. Hallo und willkommen. In diesem Video zeigen wir euch eine leckere Süßigkeit, die ihr ganz einfach selber herstellen könnt. Als erstes kommt gezuckerte Kondensmilch in einen Topf. Diese wird vorsichtig erwärmt. Dann kommt weiße Schokolade hinzu. Das Ganze wird jetzt zum Schmelzen gebracht. Sollten sich kleine braune Flocken bilden, das ist nicht schlimm. Das ist karamellisierter Zucker. Wichtig ist, dass der Zucker nicht schwarz wird. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, kommt Spekulatiusgewürz hinzu. Alles gut miteinander verrühren. Wie man sieht, ist das gar nicht so einfach. Gut durchgerührt, kommt die Masse in eine Form. Unter unserem Video findet ihr wie immer nützliches Zubehör. Nach dem Abfüllen lässt man die Schmelzschokolade abkühlen. Nachdem diese abgekühlt ist, kann sie in Stücke geschnitten werden. Die Stücke können nun garniert werden.
und werden anschließend mit einem Flambierbrenner verschmolzen. Lässt man die Bonbons eine Nacht stehen, bildet sich außen eine feste Kruste. Dadurch sind die Bonbons nicht mehr klebrig. Und die Zutaten sind 500 Gramm weiße Schokolade oder Kuvertüre, 400 Gramm gezuckerte Kondensmilch, 10 Gramm Spekulatiusgewürz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Gerne könnt ihr uns eine Nachricht in unseren Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.